Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo Folge 27. Lügner! Nicht? Letzte Folge war 26, das wird doch 27, oder nicht? Mensch, du kannst zählen, ich bin stolz auf dich. Wahnsinn, ne? Ja. Ja, bevor wir anfangen, was mir gerade einfällt, wir haben in der letzten Folge gar keine Frage gestellt. Oh. Oh. Eigentlich ja doch, ne? Mit den Katzen haben wir ja die Frage gestellt, ob die Katzen auch hier mit Kartons spielen. Ja, gut. Naja, aber ich hätte eigentlich eine gehabt, die hätte zu der Zeit eigentlich gut gepasst, aber gut, dann stelle ich sie jetzt halt nochmal. Ja, hau so, rein. Die Folge 26 wurde ja Ostermontag gedreht. Und ja, was habt ihr über Ostern gemacht? Seid ihr weggefahren? Wie war das Eiersuchen? Könnt ihr ja mal trotzdem nochmal in die Kommentare schreiben, auch wenn das jetzt schon eine Woche her ist mit Ostern oder anderthalb Wochen her ist. Aber schreibt das trotzdem mal rein, was ihr so über die Ostertage gemacht habt. Also wir haben eigentlich einen ruhigen verbracht, ne? Haben das Wetter genossen. Sind noch ein bisschen im Garten gewesen und ja, großartiges haben wir. Wir sind auf jeden Fall nicht weggefahren, aber ist ja auch bald Urlaub. Ja, bald fahren wir in Urlaub, mein Lieber. Ja, oh, nach drei Jahren können wir endlich wieder weg. Oh, was freue ich mich. Na. Fahrt ihr dieses Jahr denn überhaupt in Urlaub? Das wäre heute meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr dieses Jahr sagt, ihr fahrt irgendwo hin oder bleibt ihr dieses Jahr zu Hause oder steht schon was an? Also Mille und ich wollen nach Holland. Ja. Das ist so unsere große Planung. Das verschieben wir jetzt seit 3 Jahren. Und jetzt dürfen wir endlich wieder hin. Ich freue mich auch ganz riesig drauf, ganz ehrlich. Ja, kann ich verstehen. Ich freue mich mit. Ja, da wo wir mal hinfahren, das ist auch ein sehr, sehr schöner Park. Und ja, wir freuen uns auch schon sehr drauf. Sehr ruhig und ja. Ne, wir sind ja jetzt auch gerade dabei, so ein bisschen vorzuproduzieren auch, damit ihr während unseres Urlaubs auch versorgt seid. Sind jetzt gerade hier nur noch mal mit zusätzlich dabei. Die Folgen, wie gesagt, vorzuproduzieren. Erzähl doch mal, Melli, was machen wir denn hier heute? Ja, jetzt wollen wir ein bisschen aufhübschen. Und eventuell, das sieht aus wieder wie so ein Insektengarten. Wenn ich da so diese kleinen Hütten sehe, da, die sind ja aus dem Workshop. Ja, also die kommen jetzt schon alle weg. Wir wollen hier nicht so viel, aber unsere Gäste wünschen sich halt Bildung. Ja, das haben wir ja schon in der letzten Folge gehabt, dass wir da Infotafeln aufgestellt haben, glaube ich 6 Stück oder so, ja. Weil die unzufrieden sind mit der Bildung und viel Durst haben, aber wie gesagt, wir haben so viele Restaurants und eigentlich auch genug Läden, aber die halten sich alle vorne beim Dom auf, ne? Komischerweise. Also. Ja, also hier hinten will halt nichts kommen, ich bin am Überlegen, hier hinten jetzt auch nochmal halt einen Gästespawner hinzusetzen. Hoffe, wie gesagt, jetzt auch gleich, dass hier hinten der Strom auch noch ein bisschen mitreicht. Bänke sollen hier nochmal hin, so ein bisschen zum Ausruhen, dass die Leute auch nochmal die Möglichkeit haben, hier hinten hochzukommen. Und dann werde ich eventuell vielleicht, wenn sie jetzt gerade schon durstig sind, auch wenn jetzt ein Restaurant hier ist, aber vielleicht können wir hier ja nochmal so einen Automat hinstellen oder so. Ja. Irgendwie müssen die Leute doch mal auch da hinten hinkommen, ne? Naja, die Gäste gehen halt immer überwiegend dahin, wo es was zu essen und zu trinken gibt. Man geht halt nur in den Zoo, um zu essen und zu trinken. Ja, also richtig. Leute, ihr wisst jetzt Bescheid. Ja, machen wir auch immer so. Genau. Also man muss halt immer wissen, wenn man die Gäste irgendwo hinhaben will, ja, dann sollte man ganz dringend in den Zoo fahren. Ganz dringend in den Zoo fahren. Weil das machen unsere... Das machen die Leute hier halt auch so. So, jetzt sind wir ja schon mal, jetzt bin ich gerade dabei, guck mal, hier hinten haben wir schon mal keinen Strom jetzt. Das ist natürlich jetzt schon mal blöd. Jetzt gucke ich mal, um wie viel Millimeter es sich denn hier jetzt handelt. Nein! Nur der da oben. Oh, dann lass den weg. Dann kommt der weg, genau. Ja, oh, dann lass den weg. Dann verbauen wir da auf jeden Fall schon mal die Sicht nicht. So, das war aber das Letzte, die traditionelle Medizin. Und dann fangen wir wieder von vorne an. So, Amphibienbestreben. Das passt ja auch schon mal ganz gut, weil wir haben hier ja auch solche Sachen, ne? Bienenbestreben. Und Insekten können natürlich auch nicht groß leben bei der Abholzung von Wildern und andere Tiere ja auch nicht. Richtig. So, und jetzt können wir mal gucken, was wir dann so noch alles hier Schönes platziert haben. Guck mal, wir können jetzt noch mal diesen Busch hier einarbeiten.
Da haben wir nämlich so ein paar von. Ne? Weil wir haben hier ja auch an der Terrasse jetzt noch nicht so sonderlich viel auch gearbeitet. Die muss ja auch noch so ein bisschen Ja, eingearbeitet die werden. Bepflanzung, die hält eigentlich so am meisten auf, ne, weil. Ja, das kostet wirklich viel Zeit. Aber ja gut, es soll ja auch am Ende gut Ja. aussehen. Und bisher sind wir ja auch immer zufrieden. Und unsere Zuschauer waren bisher ja auch immer zufrieden. Ja, nach und nach mal irgendwo was hinsetzen und der passt dann schon, denke ich mal. Ja, So das finden wir nebenbei, dass schon. wir mitmachen, ne? Ja. Ne, solche Folgen gehören halt auch dazu. Ich weiß, ihr mögt sie vielleicht jetzt nicht unbedingt so gerne. Also die Folgen sind halt auch irgendwo immer so ein kleiner Aufrufskiller. Aber sie gehören nun mal dazu. Und auch ihr macht sie ja sicherlich. So zwischendrin mal, weil Ja, gar nichts bepflanzen. Da sind die Tiere auch, ne, auch so unzufrieden und ja, die Zuschauer, ja, ich meine, wenn das vernünftig bepflanzt ist, Bäume etc., das macht das auch alles so ein bisschen freundlicher und ja, so sehen wir das halt auch. So, und jetzt brauchen wir aber noch ein paar Pflanzen dazwischen, finde ich. So vernünftige Pflanzen. und Bänke können wir da auch, glaube ich, noch mit dran setzen. Genau, Bänke kommen auch gleich noch, aber ich will jetzt erstmal hier so ein paar. Und ganz wichtig, Mülleimer. Ja. Die dürfen ja auch immer nicht fehlen. Nein. Die vergisst man immer ganz schnell mal. Und dann hast du ja die Wege voll Müll und dann sind sie auch unzufrieden. Ja, das sind immer so Kleinigkeiten irgendwo, ne? Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, auf die muss man halt so ein bisschen achten. Wir können jetzt hier noch mal gerne so ein bisschen Gelb dazwischen setzen. Gelb ist auch eine schöne Farbe, finde ich. Kann man auf jeden Fall mal mit zwischenpacken, genau. So. Und dann hoffen wir, wie gesagt, mal, dass unsere Zuschauer hier hinten auch gleich hinkommen. Wir haben es jetzt nochmal getestet. Wir werden es euch jetzt gleich aber auch nochmal zeigen in dieser Folge, dass die Löwen auch hinten wirklich hinlaufen und das benutzen, was wir gebaut haben. Und ich bin jetzt nochmal für so ein paar weiße Pflanzen dazwischen. So ein bisschen nochmal aufpeppen hier. Und dann kommt schon wieder grün. Ja, Das Wertige immer grün. aber macht ja schon viel aus, wenn man da so ein bisschen Bepflanzung hat. Ja, das sieht schon gleich ganz anders aus, finde ich. Ja. So, aber im Großen und Ganzen glaube ich, also hier möchte ich die Sicht ungerne verbauen. Also hier werden nicht so hohe Pflanzen kommen, weil es ist ja auch gleichzeitig echt nochmal so ein Blickpunkt in das Savannengehege von dieser Seite aus. Man kann jetzt nicht unbedingt viel erkennen, aber man sieht hier zumindest schon mal eine Giraffe laufen. Und ich denke mal, wenn man dann hier hinten auch noch hier sitzt, genießt man das auch. Es ist zwar jetzt nicht gerade dicht dran, aber das muss es ja auch nicht. Nein, man muss ja auch nicht von jedem Punkt aus irgendwo reingucken können oder so. So, Nein. und jetzt holen wir uns erstmal hier so richtig schön die Bänke ran. Wir werden jetzt einmal hier eine platzieren. Oh, guck mal, das funktioniert schon. Aber Oder ich. im Dreieck hinstellen. Ja, das war jetzt gerade so meine Idee. Aber Nur er er rastet. rastet da halt ein, weil wegen Weg. So. Und mit X kann ich jetzt nichts machen hier mit der Bank. Oder machst du nur zwei dahin? Dann kommen noch welche jetzt nach außen. Genau. So. Guck mal, können wir hier jetzt schön dazwischen mal setzen. Und hier dann noch. So, und dann haben wir jetzt ja auf jeden Fall ein paar Bänke. Und dann nehmen wir nochmal den wunderherrlichen Schutz von den Bäumen. Dann haben unsere Zuschauer auch gleich nochmal so ein bisschen Schatten. Ja, das ist auch nicht Und nun unwichtig. hast du ja das Wichtigste vom Wichtigsten gesagt. Genau, die Mülleimer. Die Mülleimer. Auf der Seite war ich ja schon fleißig. Hier waren wir noch nicht. Nee, Aber. die Fläche, die soll ja auch noch gemacht werden. Also da sind wir ja auch überlegen, was wir da noch hinsetzen. Und ja, unsere Fennecs müssen ja auf jeden Fall auch noch wieder einziehen, ne? Fennecs, sag ich schon, unsere Polarfüchse. Die Polarfüchse, Und ja. jetzt ist die Frage, packen wir sie hier hin oder packen wir sie hier hin? Es wäre ja auch ganz gut, wenn sich hier langsam mal ein bisschen was streckt. Aber ich würde auch ganz gerne hier diese Lücke noch mal ein bisschen gefüllt haben. Aber ich möchte auch jetzt den Wert dieser Gehege nicht runter machen. Also ich finde schon ganz toll, dass sich's hier endlich mal ein bisschen streckt für unsere Ja. Zuschauer.
Ich denke, das hier wird wirklich so ein wilder Garten, den wir so nach und nach dann zupflanzen. Zwischendurch dann immer mal ein Speedbild, so ein bisschen was platzieren, wie ihr sehen könnt. Ich mache das ja auch schon zwischendurch. Ich nehme ja nicht immer alles auf. Ein, zwei Bäume bitte rein oder so. Na, also wie ihr seht, ich bin ja auch hier jetzt gerade schon die ganze Zeit fleißig dabei, immer mal was reinzusetzen, damit es halt auch nicht so leer wirkt. Aber das dauert halt auch so seine Zeit. Also ich nehme dann immer vor den Folgen, mache ich dann immer noch mal so ein paar Pflänzchen dazwischen und dann passt das schon. Es wundert mich, dass dein Monk noch gar keinen Alarm geschlagen hat. Oh, Rasmäh, ne? Also es wundert mich ja sehr. Oder willst du mich nur nicht aus dem Konzept bringen? Nein, ach, alles gut. Ich weiß ja, dass du das hinterher immer nicht mehr machst. Man kann ja nicht alles auf einmal tun. Nee, das stimmt allerdings. Aber du hast das ja selber schon entdeckt, dass da teilweise... Ja, ich warte eigentlich immer auf deinen Monk. Die Leute warten ja auch schon förmlich immer auf deinen Monk. Die wissen ja schon, Mille der Rasenmäher. Ja. Na, guck mal. Guck mal. Ja, wichtig finde ich immer, dass das auf den Wegen, dass da kein Rasen rauskommt, so, ne? Dass das da weg ist. So, ja, wenn, zwischendurch kann passiert aber mal. Wenn du zwischendurch mal ein bisschen auf dem Rasen was drauf hast, dann ein bisschen was lang ist, dann ist nicht so schlimm. Soll ja auch ein bisschen natürlich aussehen. Ja, so möglichst, ne? Na? So, aber im Großen und Ganzen haben wir hier ja jetzt schon einiges weiter rein platziert. Und ihr seht ja, also na, für das bisschen waren jetzt schon 11 Minuten dabei. Ja. Und ich hatte jetzt ja aber auch schon vorbereitet. Das geht ja dann alles schon hier von unserer braven Zeit ab. Und ich glaube, wenn jetzt noch ein bisschen Zeit ist, könnten wir jetzt ja eigentlich hier oben nochmal so ein schniekes Pavillon setzen. Und ich mag ja unser Löwenpavillon, ne? Ja, du wolltest ja nochmal zeigen, ne? Ja, das mache ich gleich. Ich muss das mal eben einmal kopieren, denn ich will für unsere Zuschauer das eigentlich ganz gerne... Warte mal. Danke. Das hier einmal gerne alles markiert haben. Mach erstmal das Gröbste. Der Rest klappt gleich. Du machst das schon. Das machen wir erstmal schon mal da weg. So, und jetzt können wir hier dann schon mal die Pfeiler... Weil dann bräuchte ich ja eventuell gleich nur ein bisschen das Dach ändern. Weil das Pavillon an sich ist ja schon sehr schön, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Frank, das ist dann dein drittes kostenloses Jahr jetzt für uns. Obwohl, guck, sie können auch umsonst arbeiten, oder? Oder Daniela? Bis auf ich natürlich, ne? Also ich will was verdienen. Du sollst nicht immer so egoistisch sein. So. Nein, ihr sollt ja euer Geld kriegen. Ja, es läuft ja auch relativ gut im Zug, also wir können uns ja nicht beschweren. Na, unser Zoo läuft wirklich gut, das können wir euch auch gleich mal einmal zeigen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich dich jetzt kopiere. Natürlich klein hier, ne? Ja, vielleicht auch nur so ein Glaszaun rumsetzen, so wie du da ein Pavillon hast. Einmal ringsrum und fertig ist. Naja, das Problem ist nur... Weil der wird unten raus. Das ist hier jetzt schon natürlich zu klein ist, ne? Ja. Wird vielleicht eigentlich nur so ein Glasding da rumsetzen. Aber wir müssen mal gucken, was wir hier machen. Vielleicht packen wir hier oben auch einfach nur. Oder selbstgebauten Sonnenschirm hin. Mhm. Die Nummer selber, diese gedrehte Ding da. Weißt du? Ja, so einen meinst du. Ja, genau. Aber ich muss mal gucken. Hier haben wir ja auch schon so einen schönen Sitzen. Ja, alles nicht so einfach, ne? Alles nicht so einfach. Oder wir gucken mal, diese Größe haben wir ja auch hier, ne? Bei unserem süßen Frank-Pavillon, ne? Das könnte man ja, weil das ist ja auch so offen, ne? Das ist ja auch das Größte, was du bauen kannst eigentlich, ne? So an Pavillon. Ja. Also. Deshalb, denke ich, werden wir uns das jetzt auch einfach machen. Upala. Hast du eine halbe Wand mitgenommen, oder? Ja. Aber das ist ja nicht dramatisch. Wir werden das jetzt erstmal hier oben so ein bisschen hinsetzen. So. So, das können wir dann ja löschen. So, und dann haben wir hier ja schon mal ein Pavillon. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Zumindest mal eine kleine Überdachung, ne? So, und jetzt
wäre nochmal so die Überlegung, für die letzten 6 Minuten den Zaun nochmal schnell vorzuplatzieren. So, jetzt müssen wir erstmal aufräumen. Ich mag das immer nicht. Also es tut mir leid, Leute, aber ich mag das nicht. Ich weiß, viele machen das immer und haben dann überall mal irgendwo was stehen, um es dann wieder zu kopieren. Aber wir wollen ja auch nicht ständig, wir wollen ja nicht stets und ständige Wiederholung hier drin haben. So, also. Nun bereite ich noch einmal hier schnell den Zaun vor. Und ich denke mal, dann werden wir noch mal eine Speedbuild-Folge machen, wo ich euch zeige, wie wir den Zaun machen. Hinten fürs Pavillon. Hier kann ich nochmal schnell Rasen mähen. Sonst kommt Mille gleich wieder. So, und jetzt gucken wir dann nochmal nach Holz. Nach schönem Holz. Ja, die Auswahl ist ja groß. Und dann könnten wir vielleicht auch gleich irgendwie so ein schönes rundes nehmen. Na, das ist leider mir ein bisschen zu lang. Und das ist auch nicht wirklich, oder? Nein, aber das ist wiederum zu kurz. Wenn wir das jetzt umkippen. Und auch ein bisschen zu volumös. Der ist natürlich auch. Der daneben, der war doch länger, ne? Der ist ein bisschen länger, ja. So, den finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht für die Ecke da hinten. Einmal hier. So. Leg dich. Leg dich hin, mach Platz. So. Und dann könnten wir. Jetzt brauche ich aber einmal Glas. Schauen wir mal, was er uns hier so anbietet mit Glas. Einmal drehen. Drehen. Ja, ein bisschen hoch, ne? Drehen. X. Machen wir mal so. Das dürfte doch ein Stück höher gerne sein, ne? Das ist aber wieder zu hoch. So. Aber da könnten wir jetzt mit arbeiten. Aber es müsste ja andersrum sein. Habe ich nicht einfach stinknormales, einfaches Glas? So eine ganz stinknormale, einfache Glasplatte. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Oder mit so ein bisschen Muster drin. Ha. Ja, da kommen noch welche oder nicht. Ja, hier kommen jetzt gerade noch welche, ja. Mal gucken. Ypsilon. Mal passt sogar von der Länge her. Von der Länge her passt, ja. Und dann bräuchte ich oben auch gar nichts. Da kommen wir ja später vielleicht nochmal verkleiden. Jetzt die Frage, nehmen wir jetzt den hier. Ah, der ist geschlossen. Also wir müssen den hier nehmen. Hopp. Bisschen da reindrehen. X. So. Und dann haben wir hier ja schon mal einen schönen Zaun, der unten auch ein bisschen was mitstimmt. So, jetzt muss ich aber noch einmal gucken. Geht das so? Nee, das muss noch ein bisschen drehen. Das müssen wir noch ein bisschen drehen, sonst. So, ne? Ja. So, und jetzt können wir den ganzen Spaß dann einmal so ein bisschen kopieren. Und fangen nochmal an. So. Und dann können wir. Wow, wo ist es hin? Da ist es hin. Und jetzt komm doch bitte mal hoch. So, und jetzt fangen wir dann langsam an. Am besten hier in der Ecke. Das einmal hier so ein bisschen alles. Machen wir das nochmal ein Stück hoch, ne? Ah, die Höhe ist immer entscheidend, indem wir uns jetzt einfach mal wirklich hier auch mal Leute holen. Die da vorsetzen, ne? Und die da so vorstellen. Ist aber ein bisschen niedrig, ne? Das ist eigentlich schon sehr niedrig, ja. Das heißt, die Glasscheibe können wir jetzt noch ein bisschen hoch machen. So. So wäre es, glaube ich, gar nicht schlecht. Über die Hüfte auf jeden Fall, würde ich sagen, ne? Ja. Denn. So, aber jetzt haben wir eine schöne Höhe erreicht. Haben uns gut orientiert. Und jetzt nutzen wir schon mal. Wow! Den wollen wir nicht markieren. Nee, ich will das hier alles nicht markiert haben. Mann, lass los. Nein! So, und dann fangen wir jetzt einmal an. So.
Jetzt heißt das Einreden. Ist halt die Frage, ob mir das am Ende gefallen wäre. Aber wir könnten ja nachher nochmal so Holzdinger so dazwischen setzen. Oder oben rauf oder so, ne? Schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Stück weiter drehen. So. Naja, mit so geraden Teilen. Daher so ein Kreis bauen. Ja, das ist halt nicht so ganz einfach. Aber es ist halt auch eine Herausforderung, die wir halt hinkriegen werden. Schauen. Wow. So, dich brauchen wir. Drehen. Nochmal drehen. So. Also wie ihr seht, es gestaltet sich nicht ganz so einfach. Nochmal ein bisschen drehen. Das ist zu viel. So, und jetzt noch ein Stück in diese Richtung. Ja, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ja, und das wiederholen wir jetzt in gewissen Abständen immer mal wieder. Damit es denn am Ende auch so schön aussieht, wie es dann hinterher aussieht. Und ja, wir haben jetzt, ist es gerade jemand ganz fleißig am Nachgucken. Wir haben übrigens den Tipp gekriegt, wenn es dunkel ist, soll ich mal die Taste L drücken. Dafür bin, für diesen Tipp bin ich auch sehr dankbar, weil den kannte ich auch nicht. L für Licht oder was? Ja, dann macht sich so eine Taschenlampe an im Dunkeln, im Baum. Und für den Tipp bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, man lernt aber dazu, ne? Ja, man lernt auf jeden Fall nicht aus, nein. So, jetzt müssen wir aber ein Stück, den blauen muss ich haben. Nicht grün, sonst geht es nämlich nach oben. Und grün wollen wir jetzt. Grün ist unsere Farbe hier heute. So. So ein Stück nach da. Und ein Stück jetzt wieder hier ran. Guck mal, Milli. Ja, das. Wir sind auf jeden Fall gleich rum. Schon gar nicht so schlecht aus. So, und jetzt können wir dann. Ich glaube, wenn wir jetzt noch einmal. Wo so viel brauche ich gar nicht mehr bis hier, ne? Wie viel könnten das jetzt sein? 4, 5? Ja, nimm doch einfach mal. Ich würde das gar nicht so groß machen. Dann nimm doch nur 4 Teile. Und dann sind wir auch schon fast da. Sind das jetzt alle hoch? Sieht gut aus, ja. Nein! Falsche Taste. Ja. Manchmal hat man es ja, ne? Jo, ziert. Aber spart auf jeden Fall Zeit, wenn man nachher mehrere Elemente anklicken kann und die in einen Dämpfer auf setzen. Jeden Fall. Das ist ja auch mit Felswände und sowas. Also es tut mir auch leid, wenn wir jetzt gerade immer mal jetzt nicht so quatschen. Aber das ist Concentration. Deswegen habe ich ja extra Mille dabei, weil sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht mit euch reden. Nee, dann wäre das ein Stummfilm. Dann wäre es ein Stummfilm, ja. Na, aber das sieht doch schon richtig gut aus. Ja, man kann nachher nochmal so die einzelnen Dinger verkleiden. Aber guck mal, im Großen und Ganzen, ja, einer fehlt noch. Noch zwei. Ich würde noch zwei machen. Zwei, ne? Ja. Du kannst auch sonst vorne bis zur Treppe gehen oder nein. So. Nein. Ich meine, gut, ich meine, die können ja nicht runterfallen. Ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Die können ja nicht runterfallen. Den hätten wir sofort loslegen müssen, Milli. Jo. Jede Brücke verkleiden. Sofort. Geländer ran, on. Denn ich sehe die Schlagzeile schon. Drums fire zu, Gäste sterben. Ja. Alle Besucher von der Brücke geplomst. So. Ja, kann man glaube ich so lassen. Man muss halt damit leben, dass es halt auch nicht runter jetzt geht. Aber im Großen und Ganzen. Ja. Also, mir gefällt das schon so, wie es hier steht. Gerade sehr gut. Und dir? Ja, also ich würde ruhig noch zwei gerade Elemente ranmachen.
Ne, ich will schon bis oder hier. Oder bis zur Treppe gehen, ja. Also ich will schon bis zur Treppe gehen. Ja. Also so. Ne, dann ist ja gut, dann haben wir ja wieder den gleichen Gedanken. So ist meine Intention. Dann haben wir ja den gleichen Gedanken gehabt. Dann ist ja gut. Da bin ich aber ruhig. Bist du? Ja. Und das geht ja schnell. Ne. Kannst mal gucken. Ne. Zurück. Ja. So. Das ist auch, doch, das sind ja auch die richtige Höhe, würde ich sagen. Ja, jetzt ist auf jeden Fall gut. Aber das ist lustig, dass du jetzt mit konzentriert bist und nicht für mich redest, obwohl ich dich genau deshalb eingestellt habe. Ja. Aber ich glaube, du musst noch ein bisschen rein mit dem Gas gerade. Ja, ne? Will ich jetzt. Ich muss sie jetzt nur einmal alle nachträglich nochmal markieren, damit es sich jetzt lohnt. Da geht es schon los mit dem Graden. Soll ja dann auch wieder einheitlich sein. Und dafür muss ich wieder alles markieren. Ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja nicht so viel. Das sind ja nur ein paar Zentimeter da. Wow, nee, nicht. Ich wollte das nicht kopiert haben. Ich will nur das X, danke. Man drückt so gewisse Kombos immer mal wieder. Die sind schon total verankert irgendwann, wenn man es öfter gemacht hat. Ja. Was ist das? Was muss eigentlich noch Mühe? Ein. So. So. Und dann müssen wir nochmal, weil da hinten guckt die Kante noch ein bisschen raus. Naja, wieder ein Stück rausdrehen, ne? Jetzt müssen wir ein Stück raus, ja. Ja, das ist Formelkram. So ein Stück nach raus, ja, da draußen so. Ja, ich gucke oben. Aber wir müssen trotzdem wieder Mühe noch nach außen drehen, weil sonst kommen wir nach innen. Ganz Millimeter. So. So. Ja, könnte was werden. Oh. Könnte jetzt was werden. Noch zwei Elemente und dann bist du ja schon vorne angekommen. Zwei, ne? Meinst du? Ich würde. Oder meinst du drei? Ich schätze drei. Ja. Obwohl, ich sollte wahrscheinlich wieder auf dich hören. Du hast das bessere Maß von uns beiden. Es passt nicht ganz, aber es wird ein bisschen was fehlen. Aber da kann man ja noch zur Not noch machen. Da kommt ein Blumenkübel hin. Und jetzt. So. Bitte nochmal. Oder setzt du noch einen Baum hin oder sowas. So ein dünn. So, und jetzt brauchen wir aber drei. Wow. Hallo, ich will nicht den Baum. Juhu. Erde an Spiel, Spiel an Erde. Einmal die Leertaste dabei drücken. Nein, 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 das war der falsche. Den grünen brauchen wir. Einmal drehen. Dann die X-Taste wieder drücken. Und einmal rüber. Und einmal rüber auf die andere Seite. Denn hier wollen wir ja auch nochmal ran, ne? Genau. So. Guck mal, im Großen und Ganzen, denke ich, reicht die Folge auch. Die geht jetzt nämlich schon wieder 28 Minuten, Mille. Oha. Mann, die Zeit, die rennt aber auch immer weg. Du, das ist ja auch unglaublich. Aber wir hoffen, dieses Pavillon und auch unser wunderherrliches Gelände hier gefällt euch. Jetzt habe ich euch ja versprochen, noch etwas zu zeigen, dass ihr seht, es funktioniert. Und wir nehmen doch einfach jetzt mal den jungen Mann hier und werden ihn direkt hier in dieses herrliche Pavillon verschieben, versandt geplant und wird er hier einmal her teleportiert. Ein Augenblick. Da ist er. Und nun im Großen und Ganzen. Ach, guck mal, jetzt legt er sich da rein. Wer ist entkommen? Ach, Känguru. Tier ist entkommen? Wo ist es denn? Es ist im Gehege. Wow. Nee, es ist nicht im Gehege. Ach, du Elend. Oh. Wo ist er denn raus? Zack. Wie gut, dass wir genug Geld haben.
So, aber im Großen und Ganzen, genau, wir waren jetzt gerade beim Löwen, als dieser Ausbruch geplant war. Aber seht man, ne? Er macht hier den... gleich hingelegt. Also er ist auf jeden Fall entspannt hier, ne? Also hier würde ich auch den ganzen Tag schlafen, so mit beruhigenden Wassergeräuschen und so. Ja, ich auch. Das hat was. Also, ihr Süßen, wir wünschen euch jetzt einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf. Ja, bleibt gesund. Feierchen im Herzchen. Und ja, und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst schön Kommentare da. Daumen nach oben. Und der Ausbruch, das war das Drama, was ihr für diese Folge noch braucht. Ja. Bis Danny. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.